Anlagemöglichkeiten gibt es im Prinzip vor allem drei für dich als Selbstständiger. Das ist erstens Immobilien. Also wenn du mal irgendwann mal entscheidest, eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen, ist das eine Anlagemöglichkeit, wo du dann nicht mehr musst Mietzinsen zahlen musst. Und die Mietzinsen sind dann quasi deine Rendite auf dem investierten Kapital von dieser Wohnung und dem Haus. Und das ist etwas, was ich sehr wertvoll finde, auch wenn es in der Schweiz nicht wahnsinnig beliebt ist. Es gibt nicht so viele Leute, die mit Wohneigentum sparen. Mhm. Die meisten mieten, oder? Wir sind ein Volk von Mietern. Das Zweite ist, was du kannst machen kannst, ist, du kannst es einer Firma, einer Bank oder sogar einem Staat geben und kommst dafür einen festen Zinssatz über in Form von einer Obligation. Das heisst, sie geben dir ein Wertpapier, eine Obligation und du zahlst etwas dafür und dafür kommst du Renditen über vom Staat oder auch von den Firmen selber und auch von den Banken, je nachdem. Das sind so, da kannst du nicht mehr raus, das Geld kannst du nicht mehr brauchen, du musst zuerst die Obligation wieder verkaufen. Und der Zins ist grundsätzlich ein bisschen höher als der, den man die Banken geben würde. Genau, und dort ist der Zins ein bisschen höher. Bei den Obligationen hast du den Vorteil, dass irgendwann mal muss man die Obligation zurückzahlen. Du hast also ein hohes Sicherheitsgefühl. Oder? Also du hast irgendwann mal willst genau den ganzen Betrag auf der Obligation statt zurückzahlen, außer zu einem Konkurs. Also die Obligation, ja, das passiert leider auch, aber gerade beim Staat ist das nicht so das Problem. Heute ist das Problem, dass die Obligationen eigentlich auch keinen Zins geben wie das Bankkonto. Also es ist sogar so, wenn du bei einem guten Schuldner jetzt in Schweizer Franken eine Obligation kaufst, dann hast du eine negative Rendite. Das heisst, du verlierst ein bisschen auf dem Geld. Das ist tatsächlich so. Also wenn du heute eine Bundesobligation kaufst, dann musst du jedes Jahr noch 0,5% zahlen, damit du es überhaupt das Geld überhaupt darf vom Staat geben. Also das ist wirklich leider heute gar nicht eine echte Alternative. Und die dritte Möglichkeit sind dann eigentlich nur noch Aktien. Dass du dich also beteiligst an einem Unternehmer. Und das ist wichtig, dass man Aktien nicht sieht als Spekulationsinstrument, weil die gehen ja stark hoch und runter. Man kann sich da vorstellen, es ist eigentlich wie ein Roulette, oder? Wenn du zum richtigen Augenblick die richtige Aktie kaufst, dann verdienst du sehr viel Geld. Sondern wenn du sparst über 30 Jahre, danach musst du die Aktien eigentlich anschauen als langfristiges Anlageinstrument. Und wo sie gerade kurzfristig sind mit dem Aktienpreis, spielt eine weniger grosse Rolle, wie dass sie dir langfristige Rendite geben. Mhm. Das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Mhm.